Mein Name ist Tobias Woltersdorf, ich bin der Sous-Chef hier im Restaurant und wir machen heute einen sommerlichen Frisee-Salat mit einem leicht asiatisch angehauchten Dressing und gebratenen Garnelen. So, als erstes bereiten wir die Vinaigrette zu. Dafür habe ich geriebenen Ingwer vorbereitet, ein wenig Limetten, Zitronen- und Orangenabrieb, ein bisschen Zitronengras, etwas Chili, hier ist noch ein wenig Limettensaft, Olivenöl und Himbeeressig, gewürfelte Zwiebeln, Petersilie und Schnittlauch, klein geschnitten. Und ein bisschen Senf ist ganz wichtig für die Bindung. Einfach erstmal alles zusammentun. Das ist ganz normaler Senf. Also Bautzener Senf verwenden wir. Da muss man eigentlich keinen besonderen nehmen, es sei denn, man hat besondere Geschmacksvorstellungen. Es gibt ja doch viele verschiedene Sorten Senf. Ein bisschen Essig. Das ist ein Himbeeressig, den wir verwenden, einfach für die fruchtige Note. So, dann pürieren wir das Ganze erstmal. Dann können wir schon einen Schuss Öl dazu tun. Hier habe ich, wie gesagt, Olivenöl. Dann lasse ich das Olivenöl beim Pürieren ganz langsam in den Behälter laufen, damit das Ganze eine Emulsion ergibt und sich verbindet. Wenn es mal passieren sollte, dass das Dressing ein wenig zu dick wird, einfach ein bisschen Wasser hinzufügen. So, das Ganze muss jetzt ein bisschen ziehen und nachher pürieren wir es einfach nochmal durch und schmecken es natürlich dann noch ab. So, ich habe mich für Frisee-Salat entschieden, weil ich finde, es ist ein schöner sommerlicher Salat, ist schön leicht, sieht natürlich auch sehr gut aus und ist geschmacklich eigentlich ein sehr schöner Salat für den Sommer, hat eine schöne Frische. Den rupfen wir einfach nur ein wenig grob in eine Schüssel. Wichtig ist, dass wir den rupfen und nicht schneiden, damit wir halt die Faserstruktur nicht zerstören. Und damit er schön knackig bleibt. So, das sollte uns erstmal genügen. Und ein bisschen Feldsalat habe ich noch vorbereitet. Den tun wir einfach so ein bisschen mit da rein. Dann wird das Ganze ein bisschen aufgelockert und ist nicht ganz so langweilig. So, nun habe ich noch ein bisschen Paprika vorbereitet. Auch einfach mit dazugeben. Und ein bisschen Frühlingszwiebel. Dadurch bekommt der Salat nachher eine schöne Schärfe, oder eine leichte Schärfe vielmehr. Ein bisschen Kräuter, Schnittlauch und Petersilie. So, jetzt haben wir den Salat erstmal vorbereitet. Und als nächstes können wir die Garnelen braten, weil wenn wir den Salat jetzt schon marinieren würden, würde er zusammenfallen und nicht mehr schön knackig sein durch den Essig im Dressing. Wichtig ist, dass die Pfanne schön heiß ist. Ich habe ein bisschen Rapsöl in der Pfanne, einfach nur, damit die Garnelen besser braten. Pfeffer und Salz. Hier sind die Cherry-Tomaten, die konfieren wir gleich in der Pfanne mit. Hier habe ich ein bisschen Thymian, den gebe ich nachher mit in die Pfanne. Zitronengras und Knoblauch. Nur wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob die Pfanne richtig heiß ist, nimmt man einfach eine Garnele und hält die kurz in die Pfanne. Und dadurch, dass es zischt, wissen wir, die Pfanne ist heiß. So, jetzt braten wir das Ganze an. Ein bisschen Salz dazu. Und hier habe ich noch ein bisschen Pernod vorbereitet. Pernod passt eigentlich wunderbar zu Fischgerichten. Einfach nur, um das Ganze so ein bisschen abzulöschen nachher. Es gibt so eine leichte Anisnote. Das ist eine sehr schöne Sache. Die Garnelen habe ich vorher geschält. Und den Darm. Und darum sind die halt auch so ein bisschen auseinandergegangen jetzt. Den Knoblauch drücke ich ein bisschen an. Einfach damit das Aroma besser durchkommt. Ein bisschen Pfeffer mit dazu. Tomaten. Und jetzt gebe ich noch ein bisschen Honig mit dazu. Jetzt löschen wir das Ganze ein wenig ab.
Dann lassen wir das Ganze noch kurz an einem warmen Ort circa 2 Minuten ziehen. Wir haben hier einen Salamander. Das ist eine Überbackerbrücke, aber zu Hause geht das auch ganz einfach im Backofen. Bei 160 Grad circa nochmal so 2 Minuten ziehen lassen. Nur währenddessen können wir nochmal zu dem Salat gehen und den schon mal marinieren. So, jetzt pürieren wir unser Dressing nochmal. Kurz probieren das Ganze. Wir können noch ein bisschen nachwürzen. Ruhig noch ein bisschen Salz, Pfeffer. Etwas Honig. Und einfach nochmal pürieren. Nehmen wir unseren vorbereiteten Salat und geben die Vinaigrette einfach darüber. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Vermengen das Ganze ein wenig. Wichtig hierbei, dass man eine relativ große Schüssel nimmt, damit man einfach ein bisschen Platz hat, um das Ganze schön zu vermengen. So, und dann richten wir das Ganze an. Ich habe mir hier heute einen schönen Pastateller ausgesucht. Einfach weil er relativ breit ist. Und ich denke, das gibt eine gute Optik nachher. Die Paprikastreifen einfach so ein bisschen mit drüber geben. Und dann so ein bisschen zur Deko nehme ich den restlichen Frisee-Salat, den ich hier noch habe, und forme den einfach in meiner Hand zu einer kleinen Kugel. Kann man ruhig ein bisschen zusammendrücken, damit das auch hält. Setze ihn oben mit drauf. Ein bisschen Feldsalat können wir auch noch mit dranlegen. Hier habe ich noch ein bisschen Zitronenmelisse. Verleiht dem Ganzen natürlich auch noch eine sehr schöne Frische. So, jetzt nehmen wir die vorbereiteten und gebratenen Garnelen. Die sehen sehr lecker aus. Und dann richten wir das Ganze einfach an. Ich habe 7 Stück gewählt. Man kann auch weniger nehmen, wenn man das Ganze als Vorspeise reichen möchte. Aber ich denke, so ist das eine sehr schöne Hauptgangportion. So, unsere Tomaten legen wir einfach mit dazwischen. Und da es sehr schade wäre, um das, was wir hier alles noch in der Pfanne haben, den Knoblauch, den Thymian und das Zitronengras, können wir das auch noch einfach mit auf den Teller geben. So ein bisschen als Deko. Und das Beste kommt zum Schluss. Unser Fond. Als Abschluss habe ich noch ein wenig Gartenkresse. Die schmeckt leicht pfefferig. Und streue diese einfach nur so ein wenig über den Salat. So, und fertig ist unser sommerlicher Frisee-Salat mit gebratenen Garnelen und Cherry-Tomaten. Ich wünsche Ihnen erstmal guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen. Und liebe Grüße an Ihre Gäste. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de